Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Wenn ich das richtig sehe, treibt das Ding genau richtig hier für mein. Vielleicht ein bisschen weiter noch nach da. Und wir steigen da jetzt mal ein und gucken uns das mal an. Hier ist nämlich mein Beacon. Genau, da ist mein Beacon und da treiben wir jetzt direkt dann vorbei in die Tiefe. Okay, wir reißen das Beacon mit uns. Mal gucken, ob wir hier durchkommen oder ob wir hier irgendwo doof anecken. Aber jetzt wird's dunkel. Aber es geht noch weiter tiefer. Sieht schwierig aus von hier. Wir hängen immer noch nicht fest. Man kann nicht wirklich sehen, wie tief es geht. Ich mache die Taschenlampe mal aus. Jetzt sieht man auch weniger. Ah, da, Qualle. Nee, hier, Pilz. Boah, geil, wenn wir wirklich so tief damit kommen. Ist das eine richtig geile Idee gewesen? Stefan Klotz ist draufgekommen. Dankeschön. Oh, jetzt wird's wieder Licht. Okay, wir sind genau auf so einem Ding gelandet. Und wir kippen. Wir kippen. Wir kippen. Und jetzt lassen wir einfach mal die Physik ihren Lauf nehmen. Physik hat gerade aufgehört zu arbeiten. Ich gehe mal raus und versuche das mal anzuschubsen, ein bisschen. Tut die mir was? Nein, die tut mir nichts. Gute Qualle. So. Super. Guck mal, wir kommen nämlich noch tiefer mit. Herrlich. So, hier seht mein Sauerstoffvorrat, geht runter und haha, jetzt gehe ich da mal rein und ja, super, geil. Also ganz ehrlich, da können wir doch jetzt Fotos machen ohne Ende. Das ist doch Wahnsinn, das ist doch der Hammer. Oder nicht? Wenn das Ding jetzt doch fahren könnte, dann ist es ja viel cooler, wenn es nicht fährt. Das ist, wenn man das so zweckentfremdet, finde ich von der Idee her viel genialer. Jetzt schwierig, dass es jetzt so hängt, wie es hängt. Ich würde es ganz gerne lieber flach auf dem Boden haben oder so, weil ich da so schlecht durchkomme. Ah, okay, so kann man mit leben, ne? Ich glaube, so können wir damit leben. Ein bisschen weiter nach rechts, damit wir es theoretisch auch nochmal zum Aufsteigen nutzen können. Jetzt würde ich normalerweise schon sehr nervös werden, weil ich keinen Sauerstoff mehr habe. 50% ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber ja, das ist cool. Da können wir mal richtig eine lange Unternehmungstour machen. Ich habe jetzt dummerweise nur nichts mehr zu essen. Ach, ist das schwierig. Über 216 Meter Höhe, Tiefe ist auch schwierig, mal zu Fuß hochzukommen. Aber ansonsten eine coole Sache. So, ich glaube, ich werde an dieser Stelle einfach mal schneiden. Und dann lasse ich mich überraschen, ob es jetzt. Ja, das weiß ich ja. Aber hier sind nun mal keine Fische. Ist doof. Nee, Fische sind hier nicht. Und meine Kalorien halten ja auch nicht ewig. Davon, dass ich Schwimmflossen anhabe, merke ich hier aber auch nichts, ne? Naja, mein Glascontainer, okay. Nee, ich glaube, ich würde an dieser Stelle mal eben anhalten und dann mal gucken, ob wir. Ich schneide das mal. Vielleicht gibt es die Seamoth schon. Vielleicht ist das nächste Update draußen. Und dann machen wir da jetzt mit weiter. Und ansonsten kämpfen wir uns hier noch weiter durch. Dann machen wir das so. Okay. Bis gleich. Tschüss. So, da bin ich wieder. Fragt mich nicht, warum ich jetzt wieder in meinem Raumschiff bin. In meinem Livepod. Ich habe, ne, zwischendurch natürlich. Da lagen jetzt ein paar Tage zwischen. Wir haben jetzt den 29. Und ich glaube nicht, dass morgen das Update kommt. Ich glaube nicht, dass sie es zum 30. schaffen.
es sieht hier auch immer schwieriger aus in diesem Spielstand. Der Fabricator ist da jetzt wieder. Dummerweise ist der zweite auch noch hier. Merkwürdige Sache. Ja. Ein bisschen schwierig ist es hier. Ich glaube, ich werde auch nochmal neu anfangen. Einfach weil sich die Experimentalversion im Laufe der Zeit doch so ein bisschen verabschiedet hat. Hier liegt auch nur noch Schrott rum im Wasser. Naja, gut. Also, es gab am 21. einen Blogpost in deren Blog und da stand drin, dass der Cyclops definitiv kommt und dass sie 1 bis 2 Wochen brauchen. Sie können es halt noch nicht genau sagen. Jetzt stand da jetzt heute nichts da drin, konkreter drin, dass es das morgen nicht geben wird, aber ich bin mir nicht sicher. Also, ich habe für den 30. noch eine Folge, aber den gerade keine. Und ja, ich habe jetzt die Wahl. Also, ich mache das erstmal so. Wir eiern hier noch ein bisschen rum. Nein, ich würde ganz gerne nochmal dieses Stasis-Gewehr vielleicht bauen. Und dafür müsste ich aber dieses Fragment dafür finden. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das nicht irgendwo zu sehen kriegen, das Fragment dafür. Und die habe ich überhaupt noch nicht gesehen, die Kanone. Und die geht aber nur mit Fragment. Ah. Und vielleicht liegt es hier irgendwo rum. Kriegt mein Schiff davon auch Schaden oder nicht? Nee, nur ich als Person. Das ist gut. Das ist nicht gut, aber so, wir gehen immer raus. Hier sind doch bestimmt wieder Krebse dran. Ich war hier auch bestimmt schon x-mal drin. So wie ich mich. Ja, klar, hier war ich schon. Ja, okay, brauche ich nicht rein. Hier liegt nichts. Das weiß ich. Das lege ich mal auf 1, das lege ich mal auf 2. Sauerstoff ist knapp. Gehen wir mal schnell wieder zurück. So, also. Ich will jetzt mal gucken, ob ich hier in der Zeit noch das Stasis-Gewehr bauen kann, ohne jetzt auf die Konsole zugreifen zu müssen. Und sollte ich das nicht hinkriegen, habe ich mir gesagt, okay, hey, dann gucken wir uns doch. Der Cyclops ist ja eigentlich schon drin im Spiel. Das ist ja hier die Experimentalversion. Aber der ist halt noch nicht richtig freigegeben und der funktioniert, glaube ich, auch noch nicht ganz richtig. Und es fehlen halt Sachen, aber ich habe es ja bisher immer so gemacht, dass ich möglichst immer was Neues zeige. Kann ich jetzt gerade nicht, weil ich müsste dafür Sachen halt finden. Und ja, ich denke mir von den Gedanken, ich werde das jetzt auch als normales Let's Play weitermachen und da werde ich natürlich auch meine Sachen suchen. Ich weiß noch nicht, ob ich das dann im Experimentalmodus mache als normales Let's Play oder. Sie haben ja eigentlich mal vor, dass man mehrere Spielstände speichern kann. Das wäre eine coole Sache. Weil dann könnte ich den experimentellen Modus so mal anspielen, wenn es coole Neuerungen gibt. Und ist eine normale Let's Play dann halt so. Das wäre mir oh, Vorsicht, am liebsten. Die sind auch neu, ne? Diese Pflanzen da unten. Ja. Sieht in dem Licht auch alles irgendwie anders aus. So, jedenfalls dachte ich mir, okay, der Cyclops ist ja schon drin. Wir besorgen uns auf alle Fälle ein. Wir werden uns auf alle Fälle, wenn hier nichts anderes geht, werden wir uns irgendwie am Ende einen Cyclops besorgen und da einfach mal reingucken, wie ist er denn jetzt? So. Wenn ich auf die Uhr gucke, will ich sagen, können wir das eigentlich auch schon mal machen. Ich muss auf alle Fälle jetzt erstmal nach Hause. Warum macht er jetzt eigentlich kein Geräusch mehr? Ah, jetzt macht er wieder eins. Ja, schwierig. Ja, und da bin ich mal gespannt. Also, das muss ein Riesending sein. Ich habe den selber nur auf Bildern gesehen. Und da stand aber irgendwas hier vom Größenvergleich mit der Seamoth. Ich habe auf dem Bild aber gar keine Seamoth gesehen. Entweder war da keine oder ich habe sie nicht gesehen. Und so viel zum Größenvergleich. Schwierig. Der braucht jetzt gerade richtig lange hier, um die Landschaft zu laden. Ich dachte auch, man kann ja nicht angehen, dass hier so ein Abgrund kommt. So, da ist mein Liveport.
Wo ist denn jetzt mein Konstruktor? Da ist mein Konstruktor. Dann packen wir hier mal die Seamoth hin. Und ich glaube, das Wasser ist hier. Der Konstruktor droppt ja die Sachen direkt da, wo man, wo er gerade ist. Sehe ich den schon wieder nicht. Der fällt auch sowas von gar nicht auf. Den kann man auch wegschieben, oder? Wie Pickup. Ach, ich kann ihn sogar aufsammeln. Okay, das hatte ich nicht mehr auf dem Plan. Das hatte ich nicht mehr auf dem Plan, dass ich den sogar aufsammeln kann. Alles klar. Okay. Dann, guck mal, hier ist schön tief. Dann droppen wir den hier. Ups, okay. Und dann brauchen wir Sachen. Wir brauchen Sachen. Und da habe ich hier schon mal eine Kiste vorbereitet. Ich hoffe, ich finde sie auch wieder. Ja, das ist eine von den Kisten. Erstmal muss ich was essen. Okay. Dann... Na, mal gucken, vielleicht reicht der Platz ja. So, wir haben hier Metall. Eine Batterie. Und... Ich sehe das hier. Fragt mich nicht, wo das Zeug herkommt. Nein, ich kann ganz ehrlich... es kommt ein Update. Hier ist gerade alles ziemlich durcheinander gekommen in der Experimentalversion. Und... ich will den Cyclops mal eben vorstellen. Zumindest ist das, was bisher drin ist, quasi noch vor Veröffentlichung. Genau. Das ist also exklusiv oder sowas. Cyclops. Da ist er. Das sieht groß aus, ne? So, und jetzt hätte ich ganz gerne mal den Größenvergleich. Und deshalb gucken wir uns den gar nicht weiter an. Ich hole mir mal die Seamoth. Die muss da hinten hier irgendwo sein. Irgendwo muss die hier sein. Immer schwierig, die spawnen die Sachen immer, wenn ich nicht in der Nähe bin. Oder wo ist die Seamoth? Oder bin ich blind? Das kann doch nicht sein. Ja gut, dann... die weit weg. Ja, also irgendwie hat mein PC da so Nachladeprobleme. Ich weiß es nicht. Merkwürdig. So, jetzt wollen wir mal gucken. Enter Seamoth. Nochmal raus, wieder rein. Und hier muss es ja sein. Nee, da. Hier muss sie liegen. Da ist sie. Das ist die Cyclops. Ist das scheiße. Ist trotzdem auf Grund gelaufen. Wahnsinn. Der Hammer. Der hängt trotzdem auf Grund. Das ist ein riesen Ding. Guckt euch das an hier. Das ist eine Turbine, was? Das ist ja irre. So, und man kann mit der Seamoth soll man hier irgendwo dran andocken können. Das ist wahrscheinlich noch nicht eingebaut. Ich könnte mir vorstellen, hier an der Seite, dass das aufgeht und dann kann man damit reinfahren oder so. Oh, ich mach's kaputt. Ich steig mal aus. Nee. Ich steig da erstmal wieder ein und fahr die mal zur Seite. Weil ich weiß gar nicht, ob ich da rüber komme. So, jetzt steigen wir mal aus. Jetzt haben wir auch einen Größenvergleich. Wie irre, ne? Das Ding sah schon cool groß aus. Wahnsinn, der Hammer. Moment, was war das? F6, ne? Genau. Dann machen wir doch mal ein Foto davon. Das passt gar nicht richtig drauf. Das ist irre. So, wollen wir mal gucken hier. Riesentriebwerke.
Ja, man sollte nicht direkt ins offene Triebwerk gucken, ich weiß. Hallo? Irgendwas hat mich verletzt hier. Und wie komme ich jetzt hier rein? Also hierhin ist das Triebwerk. Gut, da sollte man natürlich nicht direkt hinterstehen, wenn es angeht. Sieht fies aus, ne? Das ist ein Riesending, muss ich sagen. Riesig. Krass. Da ist der Ozean ja noch zu klein für. Ich muss mal eben kurz Luft holen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da reinkommen. Ich schätze mal hier oben. Das sieht so nach Einstiegs. Das sieht mehr wie eine Antenne aus. Psst. Oh, da kann man noch durchschwimmen. Aber hier ist eine Luke. Warning. Oh, was? 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 Moment. Warning. Kann ich nicht lesen. Aber was hat mir denn so verletzt hier? Okay, und wie komme ich jetzt hier rein? Kommt man überhaupt schon rein? Nicht, dass man hier nicht reinkommt. Das wäre ja blöd. Ich blamier mich ja dann. Mal gucken. Ah, hier ist eine Einstiegsluke. Nee, kann ich aber nicht anklicken. Oh, sag mal. Was ist denn? Ist die Hülle gefährlich für mich oder was ist das? Ich habe mich geschnitten am Unterseeboot. Scharfes Boot, ja, das stimmt, in der Tat. Gucken wir mal. Ah, hier ist die Steuerkabine. Brauche ich hier wahrscheinlich einfach nur drauf zu klicken? Nee, auch nicht. Sieht ja riesig aus, muss ich sagen. So, Moment, da mal auf. Das wird mein Foto. Genau, ich muss ein bisschen zurück. Und zwar zusammen mit der. Genau, das wird das Bild. Ah, okay. Und wie komme ich jetzt rein? Was ist denn hier unten? Ah, Bord Cyclops. Ach, die Klappen gehen dann wohl noch zu später. Die Animation haben sie noch nicht eingebaut. Boah, ist das riesig. Krass. Kann ich da durch? Nee. Ach, guck mal, hier schaue ich raus. Ist das auch die Gegend da unten? Ich glaube nicht, ne? Das ist erstmal nur ein Bild, glaube ich, ne? Oh nee, das bewegt sich hier. Irgendwie bewegt sich das. Climb up ladder. Tiefe 194 Meter. Ah, cool. Hier mit. Ja, komm, ich kann nicht weiter. Das ist. Boah, es ist groß hier. Ich kann ja richtig Sachen hinstellen. Das muss der Antrieb sein hier, ne? Ja, das ist die Turbine. Sieht ja geil aus. Leiter. Jetzt bin ich hier unten. Hier geht's nicht weiter. Nee. ups. Wo? Was? Wo ist die denn hin? Moment. Die ist weg. Habt ihr es gesehen? Oh Mann. Ich wollte damit auch fahren. Das gibt's doch nicht. Wo ist sie denn jetzt hin? Der dachte, ich wäre noch drin. Der hat irgendwas von Hüllenbruch gesagt. Wo? Ich habe ein riesiges Unterseeboot verloren. Hat das jemand gesehen von euch? Das ist ja schwierig. Ich gehe davon aus, dass die wurde ja, wer weiß wohin katapultiert. Ach Mensch. Okay, dabei lasse ich es jetzt aber nicht. Doch, muss ich. Es stürzt mir das Spiel ab. Ach, schwierig. Okay, ich bin sofort wieder da. So, ja, es kam wirklich auch gerade ein 40-Megabyte-Update. Ihr glaubt es nicht. Ich konnte jetzt noch keine Änderungen ausmachen. So, ich habe gesagt, wir gucken uns. Jetzt bin ich ganz raus. Den Cyclops an. Und das machen wir jetzt auch. Wenn ich das sage, dann mache ich das auch. So, und dann hänge ich da jetzt gerne nochmal ein bisschen dran. Aber es kann ja nicht angehen, dass das Ding einfach verschwindet.
So. Ups, den habe ich mal eben eingesackt. Ich habe mir natürlich nochmal eben die... Schwierig, was machst du denn da? So. Wo ist er denn? Ach, ich stehe drauf. Okay. Wumm, da ist er. Hüllenbruch detected? Warum denn? Okay, es scheint wohl öfter vorzukommen, dass das Ding noch kaputt ist. Und ein Hüllenbruch, weil der droppt das ja auch saublöd. Mal gucken, ich wollte eigentlich noch damit fahren, aber sonst ist uns das nicht vergönnt. Oh, verdammt! Das ist nicht gut. Das läuft voller Wasser. Jetzt hat's aufgehört. Schwierig. Nee, ist... Oh, das ist... So sieht das... Oh, so sieht das aus. Okay, wir versuchen mal, ob wir damit noch fahren können. Krass. Das ist aber unangenehm. Und dann ohne Schweißgerät. Das Ding hat einen mordsmäßigen Tiefgang. Oh, das ist ja Wahnsinn. Das ist... Ach du Schande. Moment, da muss ich mal eben... komme ich da jetzt raus? Gott, das läuft ja wirklich voll Wasser. Oh Mann, Val, du hast das Boot geschrottet. Das ist ja unglaublich. Ja, schwierig. Oh, okay, das ist jetzt... das steht jetzt komplett unter Wasser. Wahnsinn. Gut, das kann nicht gesund sein, glaube ich, mit dem pinkfarbenen Wasser. Okay, dann gucken wir uns nochmal die Reste des Boots an. Wo bin ich denn jetzt? Okay, da kann ich nicht... Okay, ja, wie gesagt, ich bin gerade machtlos, ihr seht es. Es hat auch Schieflage. Kann man das irgendwie... Das kann man auch nicht reparieren oder so, ne? Nee, vielleicht mit einem Schweißgerät. Okay, das ist aber auch schon mehreren passiert, dass das Boot verläuft. Ja, hier ist jetzt alles unter Wasser. Ich möchte mal gucken, wo wir da hinkommen. Oh. Okay. Dann packt man irgendwie durch die Tür. Die geht noch nicht auf. Es ist halt noch nicht fertig. Ach, hier oben würden wir dann in das Obergeschoss wiederkommen. Das ist die Lastdecke, die wir gesehen haben. Und hier geht's... Ach, das ist die Treppe zum Maschinenraum, wo wir schon waren. Ich muss hier jetzt mal eben raus, bevor ich ertrinke. Im U-Boot zu ertrinken ist auch eine Kunst. Ja, ich hab's kaputt gemacht, würde ich sagen, ne? Oh Mann! Sowas aber auch. Ey, nagelneu und schon kaputt. Gibt's doch nicht. Sowas. Ja, okay. Tut mir leid, dass wir damit jetzt nicht großartig fahren konnten. Aber ich habe sie euch gezeigt. Und da haben wir auf alle Fälle etwas, wo wir uns drauf freuen können. Was hat es denn jetzt schon wieder? Es hat sich mal eben aufgerichtet, oder wie? Schwierig. Ja, also, ihr seht, die müssen dann noch an ein, zwei Bugs arbeiten. Und es muss jetzt ja nicht sein, dass sie das bis zum 30. fertig haben. Das hier sieht doch auch schwierig gerade aus, ne? Hat das Boot das weggesprengt? Terraforming geht ja schon. Das sieht merkwürdig aus. Wie gesagt, ich glaube, ich werde mir vielleicht lieber die stabile Version installieren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Im Idealfall mache ich beides. Okay, es läuft halt nur voll Wasser, dann kann man aussteigen und dann hat man vielleicht die Möglichkeit, das mit einem Schweißgerät, das auch noch nicht funktioniert, glaube ich, dann zu reparieren. Das wäre sinnvoll. Ist ja schade, wenn man so ein teures Boot hat. Wobei ich finde, sie müssten die Materialien nochmal deutlich erhöhen. Also 10 Metall, 5 Glas, eine Batterie, einmal Gold und einmal Kupfer ist way too... Matsch, hätte ich jetzt fast gesagt, aber way too less, also viel zu wenig im Vergleich zur Seamoth. Das ist ja... Aber gut, sie wollen wahrscheinlich auch erstmal ein cooles Feature im Spiel haben. Wenn das Spiel weiter ausgebaut wird, könnte ich mir vorstellen, dass die Seamoth, die wird ganz am Ende. Das ist das, worauf du hinarbeitest. Und könnte ich mir vorstellen. Ja, mal gucken, was man da drin noch machen kann. Ich
Habe mal gelesen, dass man sich da drin wohl auch noch einen Fabricator und einen Konstruktor herstellen kann. Ich konnte es jetzt aber nicht mehr sehen. Das sind so Computerkonsolen, vielleicht kann man mit denen was machen. Da steht nämlich irgendwas, seht ihr das Weiße da? Das konnte ich jetzt nicht mehr sehen, was das ist. Aber vielleicht kann man da irgendwas machen. Jo, okidoki. Dann wollen wir mal gucken, ob es jetzt ein Update gab am 30. oder nicht. Ich glaube es eher nicht. Ich glaube, das wird noch eine Woche dauern. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich mich schon mal in den nächsten Folgen dann... Das ist mir gerade alles so kaputt. Ich starte also definitiv nochmal neu und dann kann ich ja irgendwie mal ein paar Folgen schon mal anfangen, Materialien zu sammeln und ein paar Kisten zu craften und die möglichst an eine gute Position stellen, dass da ein bisschen Ordnung herrscht. Ich glaube, das ist gar nicht so falsch. Und dann hoffen, dass ich den Spielstand übernehmen kann, sonst wäre es doof. Das werden wir dann sehen. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ein phänomenales Boot. Okay, bis dann. Tschüss.